Ja, hi. Ich bin Maria. Es ist tatsächlich einer meiner ersten Auftritte wieder nach Corona jetzt. Und es fühlt sich gerade ein bisschen so an wie mein anderes erstes Mal. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich schwitze viel und viele Leute, die mir zuschauen. Hallo auch an die Leute im Livestream. Ja, Corona war nicht leicht für uns Bühnenkünstler, aber ich habe diese Zwangspause genutzt, um einen richtigen Job zu machen. Ja, ich bin jetzt Influencer und ich liebe es wirklich. Das Einzige, was mich so ein bisschen auf Instagram nervt, sind so gewisse Profile. Kennt ihr so die, die sich so nennen The Crazy Life of Sibylle? Und Sibylle postet so die ganze Zeit Bilder von ihrem Hamster Hugo. So Hugo beim Schlafen, Hugo beim Hugo trinken. Ab und zu mal ein Bild von ihrer Muschi, aber niemand merkt den Unterschied. Und in Sibylles Bio steht so Traveler/Animal Lover/Sachbearbeiterin. Und da ist da so eine Pinna, steht da so Next Stop, Castrop Rauxel. Oder kennt ihr auch so diese Mädels, die so schreiben #NoFilter, aber haben so diesen Hundefilter drauf? So meistens auch so die Mädels auf den Bildern strecken so ihren Po so raus, zeigen sich nur von ihrer Schokoladenseite und spreizen dann auch so die Lippen. Ich habe mich mal gefragt, wenn diese Mädels über Instagram daten, gehen die dann noch so bearbeitet zum Date? So. Hi. Ja, hättest jetzt nicht gedacht, dass ich genauso aussehe wie auf meinem Profilbild, ha? Ja, setz dich doch gerne. Nein, nicht dahin. Setz dich doch lieber dahin im 30-Grad-Winkel zu meinem Gesicht. Ja, ich bleib lieber stehen, weil wenn ich mich setze, platzt mein Brazilian Butt Lift. Oder kennt ihr auch so die nennt sich so Inspired by Dörte Official. Und Dörte postet die ganze Zeit so Motivationssprüche, so du bist so schön, wie du dich fühlst. Ich denke mir so, nee, eigentlich ist man doch so schön, wie man ist. Ich meine, ich habe ja auch nicht so viel Geld auf dem Konto, wie ich mich fühle. Ich fühle mich nicht wie 4 Euro. Im Minus. Ja, Corona war nicht leicht, aber es war auch nicht alles Kacke, weil ich bin jetzt in einer Beziehung, ja. Gerne applaudieren, ja. Ja, ich habe es geschafft, jemanden zu überzeugen mit meinem Charakter. Also, so heißen meine Brüste Karak und Teer. Spaß, er steht einfach auf selbstlose, einfühlsame, aufrichtige Frauen und hat da für mich extra meine Ausnahme gemacht. Und wir beide haben wirklich sehr viel gemeinsam. Ja, wir sind beide ohne Vater aufgewachsen. Und ich habe jetzt in ihm so eine Vaterfigur gefunden und er auch in mir. Ja. Er meinte zu mir, Maria, du bist echt wie ein Vater für mich. Kühl, abwesend und wenn du auf dem Klo warst, stinkt's 40 Minuten lang. Ich muss sagen, ich habe mir schon immer so eine Disney-Beziehung gewünscht, wie in meinem Lieblingsporno. Nee, wirklich. Ist eine tolle Geschichte, ja, die beiden sind 10 Jahre zusammen und dann betrügt er sie mit ihrer Mutter und ich dachte mir so, krass, wenn sie einen Typ mit mir 10 Jahre lang aushält, darf er auch an meine Mutter. Speaking of Porno, ich bin tatsächlich vor ein paar Tagen an einer Bar vorbeigelaufen und da stand so groß drauf Porno-Karaoke und ich habe mich so gefragt, was ist Porno-Karaoke? Ich bin dann so rein und dann haben die da tatsächlich Pornos nachsynchronisiert. Und da waren so ein paar echt lustige Lines und die würde ich euch jetzt mal schauspielerisch vortragen. A, A, U, Aua, falsches Loch. Psst, es ist okay, wir sind nur Stiefgeschwister. Nice, du hast ja auch einen Penis. Mama. Und der Klassiker, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich glaube, Porno-Karaoke wurde von einem Mann erfunden. So generell wurden irgendwie so alle Sachen, die es gibt, von Männern erfunden. Ich habe mal so drüber nachgedacht, gibt es eigentlich was, was wir Frauen erfunden haben? Und da ist mir was eingefallen. Männer, kennt ihr das so? Wenn ihr am Abend so richtig geil seid und dann hat die Frau plötzlich Kopfschmerzen. Ja, das haben wir erfunden. Ja, wahrscheinlich haben wir uns das auch nur von irgendeinem Mann abgeguckt, der so war, oh, ich habe voll Kopfschmerzen. Ich habe heute voll viel erfunden. Ich habe dann wirklich mal gegoogelt, was haben wir Frauen erfunden. Turns out, die Wegwerfwindel ist eine Erfindung der Frau. Ja, damals noch aus Duschvorhängen. Die Frau dachte sich wahrscheinlich so, oh krass, wie praktisch, die Dinger kleben ja eh mal am Arsch.
mach einfach eine Winde draus. Deutsche Bahn ist eine Erfindung vom Mann, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es von einer Frau erfunden wurde, ja, weil allein wegen den Erfahrungswerten, ne, kommt immer zu spät oder kommt gar nicht. Und wenn sie mal kommt, ist sie meistens voll. Ja. Antibabypille ist tatsächlich auch eine Erfindung vom Mann. Und die haben tatsächlich auch mal an der Pille für den Mann geforscht. Die Forschung wurde dann aber eingestellt, weil zu den Nebenwirkungen zählten Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen. Ja, das wäre ja schrecklich. Ist wirklich krass, die Pille ist eine richtig krasse Hormonbombe. Die Pille täuscht deinem Körper eine Schwangerschaft vor, jeden Monat 21 Tage lang. Und es ist anstrengend, ja. Ich bin müde, ich bin kaputt. Ich habe mittlerweile 257 Schwangerschaften hinter mir. Das sind fast so viele wie die Mutter der Kelly Family. Ich bekomme dann auch so jeden Monat immer so voll die Muttergefühle und bin am Ende des Monats dann immer total traurig, wenn sie sterben. Wenn ich irgendwann mal sterbe, will ich, dass auf meinem Grabstein steht: liebende Gebärmutter, sie hatte immer den leckersten Mutterkuchen. Ja, der Witz funktioniert nie. Ich glaube, ich muss den abtreiben. Ja, ich nehme die Pille. Ich nehme die Pille, weil ich will keine Teenie-Mutter werden. Oder wie wir bei uns im Osten sagen, Mutter. Ja, da ist man schon mit 16 eine Milf. Ich will auch irgendwann mein Kind haben, aber ich glaube, ich wäre so eine richtige Hipster-Mama. Ja, ich würde mein Kind nicht stillen, weil es ist nicht vegan. Das Einzige, was mein Kind bekommt, ist Chai Latte und Glutenintoleranz. Und ich würde es meinem Kind auch schon immer so direkt eintrichtern, so: schlaf gut, meine Süße. Und du hast Glutenintoleranz. Glutenintoleranz, Ranz, Ranz. Von Brot musst du kacken. Ja. Ich kann meinem Kind auch absolut nichts bieten, ja nicht mal Brüste. Ich muss meinem Kind dann immer so Brüste auf Instagram zeigen, so: hey Schatz, guck mal, das sind Brüste. Mama hat leider keine und kann sich auch keine leisten, weil du bist so teuer. Kennt ihr noch so diese Zeichentrickfilme von damals, wo die Mädels so Kokosnussschalen als BH getragen haben? Ja, bei mir wären das eher so Litschi-Schalen. Sehr klein und krass unangenehm anzufassen. Ein Typ hat mal mit mir Schluss gemacht mit der Begründung, er mag keine Brettspiele. True story. Ich bin vor ein paar Tagen mit der Bahn auch gefahren, dann hat die Bahn so abrupt angehalten und dann hat sich so ein Typ versucht, an meiner Brust festzuhalten. Und da ist er jetzt nicht viel und dann ist er einfach hingefallen. Kennt ihr das auch so, wenn ihr Bahn fahrt und dann merkt ihr irgendwie so: scheiße, die Bohnen von gestern, die drücken. Und ihr wollt dann aber auch nicht rauslassen, weil dann müsst ihr das ja auch selbst riechen. Was ich dann immer mache, ich warte einfach bis zu meiner Station und dann beim Rausgehen, da lasse ich den Gästen mein persönliches Abschiedsgeschenk. Die Türen schließen sich. Die Scheiben beschlagen, Hände kratzen runter, Frauen werfen ihre Babys aus dem Fenster. Nur zwei Japaner im Anzug schauen so happy, wie sie noch nie geschaut haben. Irgendwie ist mir auch mal aufgefallen, so der Busfahrer ist irgendwie so der einzige Job in Uniform, der nicht sexy ist, ne? So eigentlich ist ja ein Pilot auch nur ein Busfahrer der Lüfte, aber jeder will den Piloten bumsen. Und niemand will den Busfahrer auch nur anfassen, ne? So, niemand geht an Karneval als Busfahrer. Ich habe mich auch mal gefragt, wie wird man eigentlich Busfahrer? Also was sagt man dann beim Bewerbungsgespräch, was man so für Stärken hat? Ja, also ich kann auch noch mit 1,5 Promille passabel fahren. Ja, ich habe super gute Reaktionsfähigkeiten. Wenn ich sehe, dass jemand angerannt kommt, mache ich ganz schnell die Türen zu. Ja, ich hasse Menschen, aber anderen Busfahrern winke ich gerne zu. Ja, ich hatte tatsächlich mal was mit einem Busfahrer. Spaß, er ist nicht gekommen. Jetzt habe ich noch eine letzte Story, und zwar: kennt ihr das so, wenn ihr träumt, dass ihr auf der Toilette sitzt und pinkelt und dann werdet ihr wach und merkt, nur der Part mit der Toilette war ein Traum? Ja, ist mir passiert. Das Problem war, mein Freund hat noch neben mir geschlafen und ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll. Ne? Also ich bin so nass zu meiner Mutter gerannt. Ich war so: hey, Mama, was soll ich tun? Luca schläft in meiner Pisse. Und meine Mutter war so: kein Problem, Maria, hier hast du die Katze. Leg die Katze neben ihn. Und er wird denken, es war die Katze. Ich also die Katze genommen. Aber als die Katze die Pisspfütze gesehen hat, in die ich sie legen will,
hat sie mich einfach nur angeschaut. Hab ich gekratzt und ist weggerannt. Ich also wieder zurück zu meiner Mutter, war so, hä, Mama, was soll ich denn jetzt tun? Und meine Mutter, die hat ja immer so großartige Ideen. Also hat sie sich dann neben ihn gelegt. Ja, dann habe ich drüber nachgedacht. Ich so, okay, vielleicht doch nicht die beste Idee, wenn mein Freund neben meiner Mutter aufwacht, die sich eingepinkelt hat. Also habe ich in der Situation das einzig Richtige getan. Ich habe 2 Eimer mit Eiswasser gefüllt und habe sie über ihn geschüttet. Habe das Ganze auch gefilmt und bei YouTube hochgeladen. Eisbacke-Challenge schiefgelaufen. Junge erschreckt sich und pinkelt das ganze Bett voll. Und kommt Mutter zu nah. Vielen lieben Dank.